geht's fantastisch. Ich bin full of energy. Wie immer, aber heute besonders. Was bringt denn Ihr Energielevel hoch? Menschen. Ganz viele Menschen. Ich bin so ein Mensch, ich gebe viel Energie, in der Hoffnung, dass ich die Energie von anderen Menschen dann zurückbekomme. Und wenn das nicht klappt, brauche ich ganz viel Ruhe. Aber ich bin so ein Energy Seeker. Also ich finde, umso mehr Menschen im Raum sind, umso mehr Energie schwebt da in der Luft. Longchamp steht ja auch für Luxus. Was bedeutet Longchamp steht ja für Luxus. Was bedeutet Luxus für Sie? Also ich finde es schon ein riesengroßer Luxus für mich persönlich, das Leben zu leben, was ich lebe und mit solchen Marken wie Longchamp zusammenzuarbeiten. Also die kleine Kim von früher, die auf eine Longchamp-Tasche gespart hat, die wäre sehr glücklich zu wissen, dass das jetzt Teil ihres Jobs ist. Aber ich glaube, Luxus, ich glaube, Longchamp ist mehr als Luxus. Ja, es ist so gerade so, es geht von den Values her gerade so ein bisschen eher um Team Spirit, um Energy, um Miteinander. Also das fühlt sich gar nicht an wie Arbeit und auch nicht wie, also schon ein bisschen wie Luxus, doch. Sie sehen klasse aus. Wie haben Sie den Sommer verbracht? Ich habe den ganzen Sommer gearbeitet. Ich hatte nicht so den Young, Wild and Free Bread Summer, aber ich fliege jetzt eines Monats nach Island und hole ein bisschen Ruhe nach. Aber ja, normalerweise habe ich immer im Sommer gefeiert, von morgens bis abends, Ibiza, Mykonos, jedes Wochenende auf einer anderen Party getanzt. Und dieses Jahr habe ich jedes Wochenende moderiert. Ja. Keine Partys? Keine Partys. Bin langweilig geworden. Aber nächstes Jahr mache ich wieder Partys. Habe ich mir fest vorgenommen. Was muss denn jemand mitbringen, um sie zu begeistern oder vielleicht auch um ihr Herz zu erobern? Ein Mensch mit Herz, also was ich möchte, ist Herz, was ich geben möchte und das gleiche möchte ich auch bekommen. Das heißt, ein Mensch mit Herz gibt schon das meiste, was er oder sie geben kann. Ist Ihr Herz denn derzeit schon vergeben? Check out my Instagram and then you're gonna see it. Ja. Letzte Frage, was sind Wünsche, Träume für die Zukunft? Wie bitte? Was sind Wünsche, Träume für die Zukunft? World Peace, also keine Kriege mehr. Und dass irgendwie alle Menschen Essen und Trinken haben und es generell so ein bisschen mehr Spirit von Miteinander gibt und ein bisschen weniger gegeneinander. Klingt utopisch, aber was soll man sich sonst, also ich habe ja alles. Ich meine, ich bin hier im Luxus, ich habe ja alles. Alles, was ich mir jetzt wünsche oder eigentlich schon vorher und danach erst recht, ist genau das. Vielen Dank. Dankeschön.